Wäre diese Kälte nicht ein Grundzug der Anthropologie, also der Beschaffenheit der Menschen, wie sie in unserer Gesellschaft tatsächlich sind? Wären also nicht die Menschen im Grunde gleichgültig gegen das, was mit allen anderen geschieht, außer den Paar, mit denen sie eng und womöglich durch Interessen verbunden sind, so wäre Auschwitz nicht möglich gewesen. Die Menschen hätten es dann nicht hingenommen. Die Kälte der gesellschaftlichen Monade, des gesellschaftlich isolierten Konkurrenten, ist als Indifferenz gegen das Schicksal der anderen die Voraussetzung dafür, dass alle zusahen und keine sich regte. Nun, meine Damen und Herren, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte nicht die Liebe predigen, deshalb, weil ich es vergeblich halte, sie zu predigen, und auch, weil keiner das Recht hätte, sie zu predigen, weil jener Mangel an Liebe, ich sagte es schon, der Mangel aller Menschen ist ohne Ausnahme, so wie sie heute existieren. Marcuse optierte für den entgegengesetzten Weg und inspirierte die studentischen Aktionen. Für ihn war der Spätkapitalismus darin, dem Faschismus ähnlich, dass sie beide die sozialen Konflikte ruhig stellten und die Gesellschaft integrierten. Was der faschistische Staat aber nur mit Gewalt und Terror bewerkstelligte, das gelang dem Spätkapitalismus durch die universale Bewusstseinsmanipulation der Kulturindustrie. Hier berührt sich Marcuse mit Adorno. Diese Bewusstseinsverkürzung verschleierte vor allem die Einsicht, dass die Akkumulation der ungeheuren Reichtümer im Spätkapitalismus schon jetzt die Befreiung zum allgemeinen Glück ermöglichte. Deshalb schrieb Marcuse, die Rolle des revolutionären Subjekts, des Handlungsträgers der Revolution, denjenigen zu, die noch nicht in den allgemeinen Verdummungszusammenhang integriert waren, weil sie noch zu jung und noch nicht fertig ausgebildet waren, den Studenten. Viele geschichtliche Zeichen deuten darauf hin, dass die Geschichte einfach nicht ein ewiger Kreisel ist, wo nur immer das Negative triumphieren muss. Warum sollen wir vor dieser geschichtlichen Möglichkeit Halt machen und sagen, steigen wir aus, wir schaffen es doch nicht, irgendwann geht es mit dieser Welt zu Ende. Ganz im Gegenteil, wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. Und da aussteigen, ich bin kein Berufspolitiker, aber wir sind Menschen, die nicht wollen, dass diese Welt diesen Weg geht, und darum werden wir kämpfen und haben wir angefangen zu kämpfen. Wissenschaft als Moment der Selbstbefreiung des Menschen von unbegriffenen Mächten. Das heißt Aufklärung aus dem wissenschaftlichen Studium heraus. Und als Wissenschaftler haben wir die Aufgabe, diesen Prozess der Selbstbefreiung des Menschen von den unbegriffenen Mächten zu forcieren und uns nicht zu Objekten anderer Mächte der Gesellschaft zu machen. Dies hier sind eschatologische Vorstellungen. Man will eine neue Gesellschaft schaffen. Nur durch den revolutionären Willen von meinetwegen noch so beachtlichen Einzelnen. Und Herr Dutschke ist ein beachtlicher Einzelner. Aber diese neue Gesellschaft zu schaffen, den neuen Menschen zu schaffen, für die Versöhnung von Mensch und Natur tätig zu werden, darunter können wir uns nichts vorstellen. Und damit dürfen Sie uns auch nicht traktieren. Es gilt erstmal, ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Jetzt nicht gleich zu fragen, gib doch die Antwort. Ein Dutschke will keine Antwort geben. Das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als Einzelne Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Die muss durchbrochen werden. Dann können Antworten gegeben werden. It's time to claim the unity our outmoded social systems have broken apart and work together to create a sustainable global society where everyone is taken care of and everyone is truly free. The fact is, society today is backwards, with politicians constantly talking about protection and security rather than creation, unity, and progress. The US alone now spends about $500 billion annually on defense.
That is enough to send every high school senior in America to a four-year college. In the 1940s, the Manhattan Project produced the first true weapon of mass destruction. This program employed 130,000 people at an extreme financial cost. Imagine what our life would be like today if that group of scientists, instead of working on a way of killing people, worked on a way to create a self-sustaining, abundant world. Life today would be very, very different if that was their goal. So, what do we do? How do we stop a system of greed and corruption that has so much power and momentum? Join the movement. Go to thezeitgeistmovement.com and help us create the largest mass movement for social change the world has ever seen. We must mobilize and educate everyone about the inherent corruption of our current world system, along with the only true sustainable solution, declaring all the natural resources on the planet as common heritage to all people, while informing everyone as to the true state of technology and how we can all be free if the world works together rather than fights. The choice lies with you. You can continue to be a slave to the financial system and watch the continuous wars, depressions, and injustice across the globe while placating yourself with vain entertainment and materialistic garbage. Or you can focus your energy on true, meaningful, lasting, holistic change, which actually has the realistic ability to support and free all humans with no one left behind.